mein Ansatz dahinter war eigentlich, dass wir ja nur so lange uns fremd oder einander fremd sind, bis wir uns kennenlernen. Und dieser Prozess des Kennenlernens und etwas übereinander austauschen, den wollte ich eigentlich in diesen Porträts reinpacken, einfrieren, in eine physikalische Form geben. Ich habe das Bild zum ersten Mal gesehen, als es noch nicht fertig war, komplett. Ja? Ich wollte unbedingt so dahinter schauen, was er gemalt hat am Ende des Treffens. Und da, es war schon viel, ich konnte mich selbst irgendwie noch da sehen. Und dann bin ich dann gegangen und das nächste Mal, als ich das Bild gesehen habe, das war plötzlich so eine, was geht da ab? Wer ist der Typ? Weil ich konnte mich zunächst nicht erkennen auf diesem Bild. Aber dann, je länger ich Zeit verbracht habe mit diesem Bild, wurde das immer intensiver und ich habe immer mehr Aspekte von mir selbst erkannt in diesem Bild. So, mein Blick auf diesem Bild war so neutral. Irgendwie sah das für mich, ich sehe nicht gerissen aus, aber auf diesem Bild sah ich ziemlich gerissen aus. Und mit dieser Blick hat mich zu einem total neuen Gedanken über mich selbst gebracht. So, wer bin ich eigentlich? Und er hat diesen Schal, den ich an dem Abend anhatte, an diesem Bild so da drauf gemalt. Und das sah sehr extrovertiert aus. Und da habe ich gesehen, oh, okay, hat er so einen Blick von mir? Denkt er so über mich, dass ich so extrovertiert bin? Aber eigentlich bin ich so eher für mich selbst. Ich bin gar nicht so extrovertiert. Vielleicht sehe ich so aus. Aber ich bin eigentlich jemand, der eher bei sich selbst bleiben möchte, so eher zurückhalten. Ich versuche, eine Verbindung zwischen Malerei und Literatur zu finden. Die bildende Kunst ist für mich ein Schritt voraus von unserer jetzigen Zeit. Also er denkt voraus. Und das fasziniert mich in der bildenden Kunst so sehr, in der Malerei zum Beispiel. Dadurch gewinnt das eine sehr wichtige Rolle in unserem Alltag, in meinem Alltag. Also Ruprecht von Kaufmann ist ein Künstler, dessen Werk ich schon seit geraumer Zeit verfolgt habe. Das fand ich immer sehr interessant, seine Position als Maler. Und dann bin ich aber eben auf diesen Zyklus aufmerksam geworden und den fand ich besonders interessant, zum einen aus inhaltlichen Gründen, weil mich dieses Thema natürlich auch als Zeitgenossin und als Bürgerin sehr beschäftigt und interessiert. Und innerhalb des Werks von Ruprecht von Kaufmann fand ich dann gleichzeitig, dass es ein Zyklus ist oder generell ein Ansatz ist, der nicht unbedingt ohne weiteres zu vermuten gewesen wäre. Und das fand ich dann eben als weitere Dimension sehr interessant. Aber diese Vielschichtigkeit, diese verschiedenen Kulturen und Nationalitäten, die in Berlin zusammenkommen und sich dann aber auch immer weiterentwickeln, finde ich, ist ein ganz großes und faszinierendes Thema, das unsere Gegenwart und Zukunft natürlich sehr stark bestimmt und eben auch, was sich daraus alles entwickeln wird. Und ich fand bei dem Zyklus oder finde bei dem Zyklus von Ruprecht von Kaufmann auch sehr interessant und schön, dass eben sehr viele junge Menschen porträtiert sind. Die Porträts selbst werden ja von Texten begleitet, Texte, die Ruprecht von Kaufmann verfasst hat, auf Grundlage von Erzählungen der Porträtierten während der Porträtsitzungen. Und diese Texte runden das Bild noch einmal ab und ich finde, man lernt auch wirklich beeindruckende Persönlichkeiten kennen. Also der Zyklus wurde ja schon andernorts gezeigt. Besonders schön fand ich eigentlich die Ausstellung in Bremen, wo die Porträts nochmal in Verbindung mit alter Kunst, mit vorhandener Kunst in den Museen Böttcherstraße gezeigt wurde. Da waren auch die Texte da. Und die Texte in Verbindung mit den Bildern spiegeln nochmal die Persönlichkeiten deutlicher wider. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Ansatz ein subjektiver ist. Die Porträts sind
Sichtweisen des Künstlers, die sind von seinen malerischen Präferenzen oder stilistischen Eigenheiten geprägt und andererseits von seiner Wahrnehmung der Persönlichkeiten. Die Texte hat er letztendlich ja auch dann niedergeschrieben, basieren auf Erzählungen, da kommt eben sehr vieles zusammen. Geschlossene Museen, geschlossene Galerien, ich glaube, dass wir das alles wirklich sehr vermissen. Wir hören das auch oft von anderen und die Ausstellung, die haben wir ja schon vor geraumer Zeit vereinbart, Ruprecht von Kaufmann und ich. Und natürlich haben wir auch anderen Menschen davon erzählt. Es gibt auch eine Pressemitteilung. Das heißt, viele Menschen wissen, dass es diese Ausstellung gibt. Wir haben auch einen Banner. Gemalt. Ich bin immer in meinem Freundekreis und so immer diejenige, die malt, und deswegen male ich halt immer die anderen und mache ich Porträts von den anderen, und es war sehr interessant, irgendwie auf die andere Seite zu sein, also gemalt zu werden. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Als ich ja auf dem Weg hier war, habe ich wirklich so gedacht, ach, ich war hier vor 4 Jahren und wie anders ich da damals so war und dass ich damals auch kein Deutsch konnte. Also es ist sehr einfach zu vergessen, was man ja irgendwann wollte. Also ich finde, dass man immer dankbar sein soll. Und wenn ich dieses Bild sehe und den Text lese, und dann denke ich, ah ja, damals hatte ich irgendwie Angst, dass ich doch mein Abi nicht schaffe. Und jetzt denke ich, ach, Abi habe ich schon geschafft. Situation im Atelier, da für einen Künstler das Atelier wirklich so ein sehr intimer und eigener Ort ist, an dem normalerweise wenig Leute Zugang haben während des Malprozesses. Es ist auch von Künstlerseite ein Prozess des sich Öffnens und jemanden über die Schwelle zu lassen, den man vorher potenziell noch nie getroffen hat und da zum ersten Mal kennenlernt. Und genauso ist es für die andere Person. Aber gleichzeitig ergibt sich, glaube ich, aus der Ungewöhnlichkeit der Situation, dass man da sitzt und gemalt wird oder man malt und es gleichzeitig führt man ein Gespräch und steht auch natürlich so ein bisschen unter Druck als Malender, dass dann irgendwas rauskommen muss, was der oder die Porträtierte dann auch als sich selber halbwegs wiedererkennen kann oder akzeptieren kann. Ergibt sich tatsächlich so eine Situation, wo sich sehr, sehr offene Gespräche ergeben haben. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz toll und erstaunlich, wie stark sich die Personen geöffnet haben. Und man auch gemerkt hat, dass da ein enormer Bedarf da war, die Geschichten zu erzählen und weiterzugeben. Dadurch, dass ich meinen Malstil für dieses Projekt schon so ein klein wenig an europäische Renaissance-Malerei angelehnt habe, es ist, glaube ich, für viele Leute überraschend, dass man, wenn man die Porträts anschaut, dass man gar nicht erstmal auf die Idee kommt, wer sind die Menschen oder dass das nicht Menschen sind, die nicht normalerweise in Deutschland wären und in Deutschland leben würden. Und dadurch kommt durch den Text, glaube ich, dann so ein bisschen ein Überraschungsmoment rein, dass man eigentlich der Person unvoreingenommen begegnet und erst dann die Geschichte liest und erfährt. Und dadurch sich auch selber als Betrachtender hoffentlich stärker öffnet, weil man nicht mit einer voreingenommenen politischen Meinung an ein bestimmtes Thema antritt, weil man erstmal gar nicht weiß, es geht um etwas Politisches.